Hallo, liebe Rasenfreunde, mir ist ein Riesenfehler bei meiner Rasenfläche passiert. Und wenn es euch interessiert, was mir hier passiert ist und damit euch sowas nicht passiert, dann bleibt einfach nur dran. Ja, hallo, liebe Rasenfreunde, erstmal passend zu EM. Und grün ist schön, habe ich natürlich das richtige Oberteil heute an. Ja, wir waren 2 Wochen im Urlaub und wir sind wieder zurückgekehrt. Und dann habe ich irgendwas bei meiner Rasenfläche festgestellt, dachte ich, das kann doch nicht passen. Und dann habe ich es gemerkt, mir ist ein riesen Fehler passiert. Was der Fehler ist, will ich euch noch gar nicht verraten, sondern erstmal werde ich mähen und dann sieht man den Fehler oder was mir passiert ist, nochmal genauer. Ja, ich habe jetzt den Rasen gemäht. So, euch interessiert bestimmt, was ist mir denn passiert? Bevor ich euch das erzähle, vielleicht eine kurze Vorgeschichte dazu. Ihr wisst ja, ich blende es euch nochmal ein. Ich habe ein Video gemacht vor, keine Ahnung, 4, 5, 6 Wochen. Ich hatte dieses Jahr einen unglaublichen Befall der Pour Annua. Ich hatte riesenstellenden hellgrüne Flecken in meinem Rasen. Ich blende euch auch nochmal ein Bild ein, wie das aussah. Was habe ich damals gemacht? Ich habe diese Stellen großzügig komplett rausgestochen, rausgeschnitten und entsorgt. Ich habe mich extra gegen das Abschälen des kompletten Rasens entschieden, weil ich dachte mir, ist die ja weniger Arbeit, und habe da gedacht, ich schneide nur die betroffenen Stellen aus. Ich hatte sogar nicht nur Pour Annua, ich hatte sogar auch Pour Trivialis drin. Ja, was habe ich danach gemacht? Ich habe den Rasen gesandet, aerifiziert, vertikutiert, alles geöffnet, hatte dann noch ein bisschen frischen Mutterboden, dass ich diese großen Lücken, ich blende es euch auch nochmal ein, alles gefüllt habe mit einer Mischung Rasen-Erde-Gemisch, habe danach aerifiziert und danach ausgesät. Ja, und beim letzten Video, das blende ich euch auch ein, damals ein kleines Update, was habe ich festgestellt? Ich habe noch sehr viele Lücken. Das könnt ihr mal ein bisschen näher kommen, das seht ihr jetzt hier. Überall, wo ich die Rasensamen mit Sand abgedeckt habe, ist nichts gekeimt. Ich weiß nicht warum. Hier habe ich noch große Stellen, wo nur sehr viel Sand ist. Aber ich hatte überall gleichmäßig Rasensamen und alle Lücken, was ihr noch hier seht, auch hier zum Beispiel, hier sieht man es eindeutig, hier war Sand. Darum kann ich jetzt persönlich nicht empfehlen, wenn ihr nachseht, dass ihr das mit Sand abdecken sollt. Warum? Weil Sand einfach viel, viel schneller austrocknet und dadurch der Samen ja, austrocknet, kaputt geht und nicht keimt. Darum empfehle ich euch, wenn ihr nachseht oder neu anseht, deckt die Rasensamen mit frischem Mutterboden ab. Der hält das Ganze feuchter. Und eure Samen gehen dadurch nicht kaputt. Genau, so, das habe ich gemacht. Ich habe alles nachgesät. Dann hatte ich ja das Video gemacht, ich verlinke es euch. Und dann war ich 2 Wochen im Urlaub. Und dachte, wenn ich jetzt aus dem Urlaub zurückkomme, schaut alles besser aus. Und dann werde ich nochmal diese Lücken einzeln nachsehen und abdecken mit frischem Mutterboden. Ja, und dann habe ich mein blaues Wunder gesehen. Ich war völlig schockiert. Und jetzt sage ich euch, was damals mir passiert ist. Ja, ich bin letzte Woche von den 2-wöchigen Urlaubs immer zurückgekommen. Ich habe auf meinen Rasen geblickt, habe ihn gemäht und dachte mir dann, hä, irgendwie sind diese hellen Stellen immer noch da. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut auf dem Video sieht. Vielleicht blende ich auch nochmal ein Bild ein, dass man es besser sieht. Hier zum Beispiel, wenn die mal ein bisschen näher kommt, dann sieht man es ganz genau. Hier hatte ich eine große Stelle, wo ich nachgesät habe, der Rasen ist aufgegangen. Aber warum sieht er ganz anders aus,
als der Bestandsrasen. Der ist viel dunkler. Das habe ich mich gefragt und dann, ich konnte es mir erstmal nicht erklären, dann bin ich nochmal hingegangen zu meinem Sack Rasen, zu der Rasensamen und dann habe ich meinen Fehler, was mir passiert ist, habe ich dann gesehen. Ja, der eine Sack Rasensamen war leer, dann habe ich einen neuen genutzt, habe ausgesät, alles war okay. Ja, und dann bin ich in den Keller und jetzt schaut mal her, was mir passiert ist. Ich habe mehrere Rasensäcke mit verschiedenen Sorten im Keller stehen, durch die verschiedenen Videos, was ich mache bei verschiedenen Bekannten. Ja, und ich habe einmal den Spielrasen, die PS56, und einmal den schönen, den ich sonst immer hier verwende, den dunkelgrün, die PS53. Und ich habe für die Nachsaat den Sack verwechselt. Ja, ihr habt es gehört, ich habe wirklich den Sack verwechselt. Ich habe einfach die falsche Rasenmischung genommen. Und das ist ja, was ich oft euch sage, wenn ihr eine Nachsaat macht oder eine Neuansaat, dann schaut, dass ihr immer bei der gleichen Mischung bleibt. Weil dann habt ihr einfach, so wie ich jetzt, unterschiedliche Rasenfarben, Blattstärken. Es schaut einfach optisch nicht ästhetisch aus, nicht schön aus und ihr habt Flecken, aber es ist nicht die Poa Anoa. Und wenn ihr jetzt nochmal näher kommt, dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was ich jetzt tue. Man sieht ja, wenn man mal vergleicht, die Rasenmischung ist ja sehr, sehr identisch. Ich habe hier die Festuca rubra, ich habe die Lolium perenne und die Poa partensis. Das habe ich hier genauso, nur ein bisschen in einer anderen Zusammensetzung. Auch die Festuca rubra, Lolium perenne und die Poa pratensis. Aber was ist denn der Unterschied? Es gibt ja verschiedene Arten dieser Rasensorte. Und da seht ihr, dass ich zum Beispiel die Festuca habe ich hier, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Capriccio, die habe ich hier auch drin. Aber dann habe ich zum Beispiel eine Maxima drin, die habe ich hier nicht drin. Und so sind es auch von der Lolium perenne, sind es unterschiedliche Sorten. Die einen, die sind zwar von der Art her gleich, aber es sind unterschiedliche Sorten, die einfach die einen dunkelgrüner sind und die anderen sind halt ein bisschen heller. Und darum sieht man bei mir auch jetzt deutlich den Unterschied. Natürlich kann man auch sagen jetzt, das ist ein frischer, junger Rasen. Der wird noch dunkler. Ja, der wird noch dunkler, aber man wird trotzdem den Unterschied sehen. Ja, und jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt wieder Flecken im Rasen habe. Und jetzt habe ich mir eine Idee ausgedacht, wie ich die versuche, ein bisschen ja, zu vermeiden, ohne dass ich alles wieder rausschneide. Ja, darum bin ich eigentlich jetzt ganz froh, dass vielleicht ich einige Lücken habe und dort nicht alles aufgegangen ist durch den Sand. Ja, aber was werde ich jetzt heute machen? Erstmal werde ich die Lücken, wo ich noch habe, wo es um einen Sand zieht, ich habe frischen Mutterboden geholt, da werde ich jetzt frische Erde reintun, mit dem Rasenrakel alles verstreuen. Auch dort bei diesen sandigen Stellen werde ich das Ganze versuchen mit einer Sternfräse aufzulockern, den Sand mit der Erde vermischen, weil ich möchte nicht einfach, dass ich so eine extreme Sperrschicht habe, Erde, Sand. Ich möchte das Ganze auflockern, dass das Ganze vermischt ist. Vielleicht nochmal zum Sand. Ich möchte nicht, dass diese Botschaft rüberkommt, Sand ist nicht gut. Sand ist essentiell wichtig für den Rasen, aber für den Boden. Wir müssen Sand in den Boden reinkriegen. Ich empfehle nicht mehr, ich habe diese Erfahrung gemacht, dass man mit Sand, dass man da abdecken kann, die Rasensamen. Das ist nicht zu empfehlen, das ist nicht gut, dann keimt nicht alles, aber Sand muss natürlich in den Boden. Somit werde ich jetzt frischen Mutterboden überall austragen, aber bevor ich das mache, werde ich versuchen, diese Stellen, wo ich nachgesät habe, wo schon viel gekommen ist, werde ich mit einem Rechen oder mit einem Handvertikutierer ein bisschen aufrauen, oder wie man sagt, auflockern und werde versuchen, ein bisschen Rasen frischen, ja, ein bisschen mit dem Vertikutierer rausholen. Ich werde nicht alles rausschneiden oder alles rausholen und werde versuchen, den dunkelgrünen in den anderen reinzumischen, dass man dann diesen Unterschied und diesen Flecken einfach nicht mehr sieht.
Ja, ihr seht, ich werde natürlich jetzt nicht den ganzen Rasen vertikutieren, könnte ich auch, aber ich habe ihn schon dieses Jahr vertikutiert, mache ich nicht. Diese hellen Stellen, wo ich überall nachgesät habe, die werde ich jetzt so und natürlich hier diese Stellen, aber das mache ich dann mit der Sternfräse, wo das Sand noch ist, werde ich jetzt auf jeden Fall auflockern oder versuchen aufzukratzen. Hier zum Beispiel habe ich gesät, immer längsweise und quer, dass hier natürlich auch Platz ist für frische Rasensamen. Also ich nehme jetzt absichtlich auch gutes Gras, leider, es tut mir auch sehr leid, raus. Aber ich muss den dunklen grünen Rasensamen hier einfach einarbeiten können. Und so werde ich jetzt wirklich diese Stellen überall, wo ich das jetzt habe, einfach auflockern. Ja, ich habe jetzt vertikutiert, nenne ich es mal, aber hauptsächlich die Stellen, wo halt hell sind, dass ich da frischen neuen Rasensamen in den dunkelgrünen reinkriege. Was werde ich jetzt noch machen? Diese Stellen, das ist so eine Sternfräse, die lockert den Boden auf. Und diese Stellen, wo ihr seht, wo sehr viel Sand ist, da gehe ich einfach mal drüber, dass der Boden ein bisschen aufgelockert wird, dass ich diesen Sand ein bisschen vermische. Und ich werde gleich im Anschluss nochmal frischen Mutterboden überall austragen, hauptsächlich in diesen sandigen Stellen. Dann nochmal leicht mit der Sternfräse das Ganze ja halt zusammenmischen ein bisschen. Anschließend werde ich neuen Rasensamen, aber den dunkelgrünen, über alles vermischen, ausstreuen, hauptsächlich da hinten und in diesen Stellen. Ja, und dann ist es wichtig, abdecken, gut abdecken mit Rasenerde. Rasensamen sind keine Lichtkeimer, das ist nur ein Mythos. Ich würde ihn auch nicht hier mit 5 cm abdecken, sondern 1-2 cm abdecken. Hält schön feucht, schützt vor Vögel, dass die Rasensamen nicht auffressen. Genau, das werden wir als nächstes machen. Ich nehme euch mit. Ihr seht das Ganze jetzt und und dann schauen wir mal weiter. Das sind keine Maulwurfshügel, sondern es ist frischer Mutterboden. Ich habe jetzt versucht, hauptsächlich dort, wo die hellen Flecken waren, wieder Erde, weil dort will ich ja die neuen Rasensamen einmischen und einarbeiten, dass sie dort mehr einkeimen. Darum werde ich jetzt versuchen, alles wieder gerade zu ziehen. Das mache ich mit so einem Rasenrakel. Werde ich nicht mehr viel dazu sagen. Jeder kennt einen Rasenrakel, überragendes Teil. Wichtig ist, wenn ihr sowas macht, mit Erde ausstreuen, Sand, am besten ist, wenn der Sand trocken ist und die Erde trocken ist, dann könnt ihr auch relativ schön einfach Unebenheiten begradigen und auch wenn ihr aerifiziert in Löcher bringen und da kann man wirklich ganz schön hin und her. Und wenn auch da ein bisschen Rasen abgedeckt ist, also wenn ihr nicht hier 3, 4, 5 Zentimeter den Rasen abdeckt, ist es kein Problem. Durch jetzt dann das Wässern kommt er wieder hoch, hat frischen Mutterboden und wächst gut. Nun auch die neuen Rasensamen. Ja, ich habe jetzt wirklich überall, ihr seht ja, manche Stellen sind ein bisschen mehr Erde. Dort habe ich mehr Erde hingetan und auch dort waren auch kleine Unebenheiten, wo ich nachgesät hatte. Auch da hinten, diese Stelle, da hatte ich eine, so eine Bodensperre, habe sehr viel verwurzelten Boden gehabt, darum habe ich da eine größere Fläche. Ja, was werde ich jetzt machen? Jetzt werde ich natürlich, jetzt tun wir mal den Rasenrakel weg, jetzt werden wir nachsehen. Ich muss mich jetzt auch beeilen, weil es perfektes Wetter eigentlich jetzt, es fängt an zu regnen. Und was sehe ich jetzt nach? Ihr seid meine Zeugen diesmal. Ich nehme die PS
53 den dunkelgrünen. Also, den werde ich jetzt hier reinmischen. Hauptsächlich an den Stellen mehr Rasensamen auftragen, wo halt dunkler ist, wo ich die neuen hatte. Und es ist immer wichtig, immer gut mischen. Ihr wisst ja, unterschiedliche Rasensorten, unterschiedliche Samengrößen, unterschiedlichen Keimzeiten, ganz viele unterschiedliche Sachen. Darum müssen wir alles sehr gut mischen. Man sollte auch, wenn ihr euch fragt, wie viel soll ich denn jetzt verwenden? Eigentlich sollte man 25 Gramm pro Quadratmeter bei einer Nachsaat oder Neuansaat bis zu 30 Gramm, immer abhängig von der Rasenmischung, das steht meistens drauf. Und das werde ich jetzt einmischen, also hier mit meinem Handstreuer schön verteilen. Ich empfehle euch immer einen Handstreuer zu nehmen für Düngen, für Nachsaat. Da seht ihr ganz genau, wo das Ganze hinfliegt. Und bei so einem so einen anderen Streuwagen, wenn ihr dann habt, dann bleibt ihr mal stehen, dann fällt ein bisschen mehr raus. Handstreuer, Akku oder ein anderer ist einfach perfekt dazu. Ich habe jetzt ausgesät, man sieht, diese dunklen Stellen habe ich mehr Rasensamen. Also wie gesagt, in der Hoffnung, dass die sich zusammenfügen und dass man dann das nicht mehr sieht. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt. Wenn ihr nachseht, neu anseht, egal was, da fragen mich viele von euch, ja, was machst du, kann ich ein Vlies austragen, aufbringen, dass die Vögel zum Beispiel nicht die Rasensamen auffressen oder dass das nicht austrocknet. Also, es ist die Möglichkeit, ein Vlies aufzubringen und dann nach 2 Wochen, wenn die meisten Rasensamen gekeimt haben, kann ich das wieder abtun. Oder, was ich mache, dann habe ich auch nie Probleme mit den Vögeln. Ich habe hier Säcke, Erde, einfach Mutterboden überall abdecken. Das ist nicht nur gegen die Vögel, sondern schützt auch vor Vertrocknung. Natürlich, wie gesagt, müsst ihr nicht hier ein paar Zentimeter, sondern einfach jetzt überall schön Mutterboden, weil dann haben die Rasensamen Bodenkontakt von unten wie von oben. Und das ist natürlich wichtig. So, jetzt werden wir hier die ganze Erde, was ich noch übrig habe, wirklich überall, oder ich fange da hinten an, überall frische Erde aufbringen. So, liebe Rasenfreunde, die Rasensamen sind abgedeckt. Wir haben sie wie schlafen gelegt. Sie haben jetzt Bodenkontakt von oben wie von unten. Ihr könntet, wenn ihr größere Flächen habt als ich jetzt, könnt ihr auch noch mal eine Bodenwalze haben, das Ganze noch mal platt rollen. Ich bin so viel drauf rumgetreten, also ich habe es platt getreten. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass die Rasensamen Bodenkontakt haben. Und wenn ihr sie auch abdeckt, schützt es vor den Vögeln. Ich weiß nicht, ob ihr sie zwitschern hört, von den Spatzen, die können das Ganze nicht mehr auffressen. Es hält feuchter und Rasenerde ist besser als Sand, um das Ganze abzudecken. Habt ihr gesehen, bei mir ist es zumindest nicht gekeimt, oder fast nichts gekeimt, wo ich Sand hatte, mit Sand abgedeckt. Genau. So, liebe Rasenfreunde, wenn es euch interessiert, ob ich endlich meine hellgrünen Flecken loswerde, dann müsst ihr nur meinen Kanal abonnieren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es folgen auch demnächst weitere Videos, auch von anderen Gärten, von anderen Experimenten. Liebe Rasenfreunde, ich freue mich, wenn ihr mein Video teilt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Die Produkte verlinke ich euch alle in den Kommentaren, was ich hier verwendet habe. Und ansonsten freue ich mich über einen Daumen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Rasenfreunde, macht's gut, euer Grün ist schön. Und wir drücken den Deutschen die Daumen.